Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zu einem neuen Build-Video zu The Elder Scrolls Online. Tja, das erste Build-Video zur dunklen Bruderschaft. Wie versprochen, gibt es ein Tank-Video. Ich wollte es eigentlich mit meinem Rotwadon zeigen. Der hat ja dann ein klein wenig andere Stats und hat auch ein bisschen besseres Ressourcenmanagement. Ich bin jetzt hier trotzdem auf meinem Dunkelelfen, einfach weil die ganzen Fertigkeitslinien auf meinem Rotwadon noch nicht durchgelevelt sind. Hier auch nicht alles. Auch Skills, die ganz praktisch sind, sind hier auch nicht durchgelevelt. Trotzdem möchte ich euch das Ganze hier zeigen. Das wird anders gemacht als bei meinen normalen Bildvideo-Guides. Also ich werde jetzt hier nicht eine Rasse Prüfungen, Dungeons und so weiter unterteilen, sondern ich werde das alles in ein Video packen, damit es ein klein wenig schneller geht. Bei den ganzen anderen Klassen-Guides natürlich, da werde ich wieder das Ganze unterteilen mit dem Update dann zur dunklen Bruderschaft. Ganz wichtig, so spiele ich meinen Tank. Das ist jetzt hier nicht irgendwie sowas wie, so müsst ihr tanken und nur so geht's richtig. Und seht ihr dann auch bei der CP-Verteilung, da kann man Sachen anders machen. Bei den Gear-Trades kann man Sachen anders machen, um hier und da mehr rauszuholen. Ich habe jetzt hier nicht die ultra krassen Mega-Stats, aber es reicht und ich supporte die Gruppe sehr, sehr gut. Also ich versuche jetzt hier nicht ein Tank-Build euch zu präsentieren, mit dem ich ultra viel aushalte, sondern eins, mit dem ich bestmöglich die Gruppe supporte. Darauf beruht dieses Video und wir schauen uns direkt hier erstmal die Stats an. Das Einzige, was ich drin habe, ist Buffhut, Komplettstärkung, ne, lila Buffhut. Das ist unwichtig. So, jetzt seht ihr hier meine Stats. Also, ich habe 15,5k Max Maika, das liegt an meinem Dunkelelfen, da habe ich ja 9% mehr. Ich weiß gar nicht, wo sagen wir das? Hier, Dunkelelf, ja. 28k Max Leben, 27,4k Max Ausdauer, 910 Ausdauer Regeneration. Und meine Risis ungebufft sind bei 22.700 physische und 25,7k Magieresistenz. Gebufft liegt meine Resistenz bei 28k physische Resistenz und 30,9k Magieresistenz. Wenn sich Blutbrot aktiviert, bin ich über dem Resistenz-Cap. Das hat zwar nur eine 6% Chance, sich zu aktivieren, aber Blutbrot wird ja auch noch aus einem anderen Grund getragen. Ich komme mit den Resis perfekt klar. Das Bild ermöglicht mir auch, ein bisschen länger zu blocken, ohne dass ich jetzt furchtbar viel Ausdauer dabei verschwende. Also, dass ich da viel Ausdauer dabei verbrauche. Ich weiß, es gibt Tanks, die laufen rum mit 30.000 Leben und 38.000 Ausdauer. Ist ja alles schön und gut, aber die nehmen dann auch andere Sets und die spielen dann auch als Kaiserlicher, der ja auch nochmal 12% mehr Leben hat, wodurch sie mehr Rüstungsteile auf Ausdauer verzaubern können. Ich habe jetzt hier alle 64 Punkte in Ausdauer. Warum mache ich das so? Das ist eigentlich ganz simpel. Bei dem Dunkelelfen mache ich das jetzt hier zum Beispiel nicht. Das ist nur, ich habe das nur bewusst für dieses Video gemacht und meine Rüstung entsprechend verzaubert, weil ich auf dem Rotwadon dann zum Beispiel auch ausweichen könnte auf DD. Wir nehmen jetzt mal an, ich würde einen Off-Tank spielen. Dann könnte ich mit meinen 64 Punkten Ausdauer dann immer noch andere Rüstung anziehen. Wenn bei einem Boss nur ein Tank benötigt wird, dann könnte ich mir dann eine DD-Rüstung anziehen und könnte dann einfach mit Damage machen. Und wenn dann beim nächsten Boss oder bei einer anderen Phase wieder ein zweiter Tank benötigt wird, kann ich mir ein Tank-Equip anziehen und komme dann wieder auf diese Stats. Das ist schon mal sehr, sehr gut, sehr, sehr praktisch. Und ja, wir schauen uns mal an, was ich für Rüstungen trage. Wir fangen hier an. Tabas Gunst. Oh, das ist ja nur blau. Mir fällt gerade auf, ist nur blau. Da kann man also noch ein bisschen mehr rausholen. Das hier ist die hintere Leiste, das ist die vordere Leiste. Wir gehen gleich direkt mal auf die Waffentrades ein, also robust. Auf den Schilden habe ich ganz bewusst drauf. Ich habe hier nichts legendär gemacht übrigens. Das heißt, ihr kommt auf diese Stats auch mit lila Equip. Robust reduziert die Kosten beim Blocken um 3,5%. Auf legendär sind es 4%. Das halbe Prozent pro Rüstungsteil habe ich mir mal geschenkt. Obwohl es natürlich auch helfen würde. Ist auf Leben verzaubert. Dann habe ich hier in der hinteren Leiste entschlossen drauf. Entschlossen war früher, ich glaube, ausbalanciert. Was früher die Angriffsgeschwindigkeit erhöht hat. Jetzt gibt es, wenn ihr ultimative Kraft erhaltet, besteht eine Chance von 13%, dass ihr einen Punkt zusätzliche Kraft gewinnt. Ich habe das hier auf der hinteren Leiste drauf, einfach nur, wenn ich mal die Leiste wechsle und ich gerade durch einen Skill Ultikraft bekomme, dass ich dann zusätzlich nochmal Ultikraft bekomme. Ja? Dann kriege ich einfach schnelle Ultikraft und kann dann besser die Gruppe supporten. Wieso? Das zeige ich dann gleich bei den Skills. Auf der vorderen Leiste habe ich verteidigend, einfach um meine Resistenzen ein bisschen zu pushen. Auf legendär sind es, glaube ich, 2500. Also ihr müsst das jetzt nicht unbedingt auf legendär machen, wenn ihr das nicht die Matzen nicht ausgeben wollt für einen Tank. Hier auch eben robust und Leben drauf, damit ich über die gleiche Blockkostenreduzierung habe. Dann trage ich zwei Teile Blutbrot. Gibt mir Ausdauerregeneration und eine 6% Chance,
6 Sekunden lang mehr Resistenzen zu bekommen, und zwar 6225, das ist sehr viel, und 15 ultimative Kraft. Das ist sehr, sehr viel. Und sehr, sehr praktisch, weil wir schnelle Ulti bekommen. Zusätzlich dazu habe ich dann eben von Tavas Gunst, ne, habe ich hier 5 Teile an, auf beiden Leisten. Das gibt mir Max-Leben, Ausdauer-Regeneration, Magicka-Regeneration und Tavas Gunst. Wenn wir einen Angriff ausweichen, wird uns der Segen von Tava zuteil und wir erhalten 3 Sekunden lang 9 Ulti-Kraft. Deswegen spielen wir auch mit einem ganz bestimmten Skill. Dann habe ich noch, auch nicht auf Lieder, ich glaube, mir haben da gerade die körnigen Lösungen gefehlt, eben Erzarsenal. Habe ich 2 Teile am Körper. Also Tavas Gunst, Schild, Schwert und dann 1, 2, 3, ne, also 5 Teile. Dann habe ich eben Erzarsenal, Max Leben, 4% erhaltene Heilung und erhöht euer maximales Leben von bis zu 12 Gruppenmitgliedern um 1053. Das ist wirklich gut, um die Gruppe zu supporten. Wenn die jetzt also nicht unbedingt mit Doppelstern spielen wollen, sondern mit dem verletzten Magier und wollen dazu noch Molakena tragen, bei den Zauberern zum Beispiel, dann kommen sie mit diesem Set, also durch diesen Set-Bonus, immer noch auf knapp unter 18.000 HP. Sie brauchen also nicht unbedingt das Doppelstern-Set. Und das ist schon ganz cool. Wenn ihr im Raid also was anderes testen wollt, ist es nett, wenn der Tank sowas dabei hat. Und dazu habe ich dann eben neben den beiden Rüstungsteilen eben noch den Schmuck. Und den Schmuck komplett auf Blockkosten verzaubert, hier auch nur in lila. Normalerweise wären es 203, glaube ich, Blockkostenreduzierung. Alles kräftigend, das ist so auf dem Schmuck drauf. Der Schmuck ist gerade relativ teuer, also ihr zahlt für die Ringe und Ketten sowas um die zwischen 80.000 bis 120.000 Gold pro Teil. Einen habe ich geschenkt bekommen, die anderen beiden habe ich mir gekauft und die droppen beim letzten Boss im Schlund von Lorkage. Der Schlund von Lorkage auf normal ist furchtbar einfach. Ihr könnt also die Schmuckteile sehr simpel euch erfarmen, wenn ihr eine Gruppe habt, die so ein kleines bisschen die Mechaniken kennt und auch ein kleines bisschen Damage drücken kann. Schlund von Lorkage auf normal ist wirklich, wirklich einfach. Glaubt mir, Leute. Wenn ihr den auf Veteran abschließt, müsstet ihr den Schmuck in Lila oder vielleicht sogar in Gold bekommen können. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich noch nicht auf Veteran abgeschlossen habe. Das haben allerdings auch nicht sehr viele gemacht auf der Konsole. Ja. Und alles auf Blockkosten verzaubert, einfach damit ich extreme Blockkostenreduzierung habe. Auf dem Körper trage ich dann halt noch 3 Teile robust. Also die Tavas-Teile habe ich mir alle in robust gecraftet, um Blockkosten zu reduzieren. Ich hätte gerne Torso, Hände noch in robust gehabt, aber jetzt habe ich sie in göttlich. Nicht so schlimm, das pusht nochmal meine Resistenzen. Dann eben halt 4 Teile göttlich, 4 Teile robust mit Schild zusammen. Und so sieht mein Rüstungssetup aus. Mundestein trage ich übrigens die Fürstin, erhöht unsere physische Resistenz. Das ist eigentlich auch nochmal ganz cool. Wenn ihr eben Erzarsenal euch nicht kaufen könnt, es gibt es nicht sehr viel in Gildenlehren, ich hatte einfach Glück, dass ich mir das kaufen konnte, dann könnt ihr tragen Beständigkeit 3 Teile. Oder was ihr auch tragen könnt, dann am Körper dann irgendwas nochmal auf Leben 2 Teile nehmen, also irgendwas, was euch Leben gibt. Ihr könnt dann aber auch tragen zum Beispiel das Fußsoldaten-Set. Ne? Das Fußsoldaten-Set gibt euch nochmal Max Leben, physische und Magieresistenz, dann gehen eure Resis nochmal ein bisschen hoch und gibt es dann eben auf kräftigend und die Ringe eben auf robust, dann kriegt ihr ein wenig mehr Ausdauer, müsst ihr dann halt aber auch ein paar Punkte mehr in Leben stecken oder die Rüstung ein bisschen mehr auf Leben verzaubern. Also ihr könnt dann hier Fußsoldat, Kyras, Hände tragen und dann den Schmuck und dann würden mit dem aktuellen Attribut-Setup würden meine Stats dann so aussehen. Da bin ich leider nur noch bei 23.000 Leben und 29.500 Ausdauer. Das ist nicht so toll. Aber meine Resistenzen sehen dann halt so aus. Ne, sind ein kleines bisschen höher. Lohnt sich in meinen Augen aber nicht. Ihr müsstet das Ganze dann schon, wenn schon, dann auf mindestens Champion Rang 140 und möglichst dann auch noch in Gold haben. Deswegen ja, bleibe ich lieber bei dem Setup, einfach weil ich da bedeutend mehr Leben habe und nicht so viel Ausdauer einbüßen muss. Also die 2000 Ausdauer, das ist nicht so wild und die Resistenzen sind auch nicht so furchtbar gering. Was ihr auch tragen könnt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt mehr Ultikraft durch Tavas haben wollt, könnt ihr tragen Rüstungsmeister. Ich habe das allerdings noch nicht verzaubert. Ganz wichtig für so ziemlich alle Dungeons
Und für den Schlund von Lorcage, kommt ihr mit dem Tabas-Setup gut klar, weil beim Schlund nicht so extrem harte Hits reinkommen, die ihr nicht irgendwie wegblocken könnt oder die ihr wegheilen könnt. Ein bisschen extremer wird's beim Sanctum Ophidia, was jetzt ja auch auf Champion-Drang 160 hochskaliert. Und da seid ihr mit den höheren Resistenzen besser dran, weil der 5er Bonus von Rüstmeister, da gibt es ja einmal hier auch mal nochmal Resistenzen und Max-Leben. Der 5er Bonus vom Rüstmeister ist eben, wir bekommen 5% mehr Max-Leben, wenn wir mindestens eine Rüstungsfähigkeit ausgerüstet haben. Das heißt, den Schild von der leichten Rüstung ausweichen oder eben den Skill von der schweren Rüstung. Und wenn wir den aktivieren, erhalten wir 10 Sekunden lang nochmal 5,1k physische und Magieresistenz. Das ist also auch schon mal eine ziemlich coole Sache. Also ihr könnt das statt Tavas tragen, da habe ich dann auch entsprechend Schild und Schwert und so weiter. Alles dabei. Die habe ich übrigens beide in Entschlossen gemacht, weil Rüstmeister gibt mir so viel Resistenz, dass ich eher Entschlossen benutzen würde, um mehr Ultikraft zu bekommen und das ein kleines bisschen auszugleichen. Aber das wäre so alternativ als craftbares Setup. Schauen wir in die Fertigkeiten. Das ist das, was ich aktuell benutze. Ich habe hier einmal Durchschlag. Durchschlag, der Morph. Warum? Einmal ist das unser Hauptsport-Skill, der auf Ausdauer basiert. Das Ziel wird 15 Sekunden lang gespottet, das heißt, der wird uns 15 Sekunden lang angreifen. Danach müsst ihr halt wieder nachspotten, ne, damit ihr die Aggro vom Gegner behaltet. Und dieser Morph, der reduziert sowohl die physische als auch die Magieresistenz 12 Sekunden lang um 5280. Das ist ganz wichtig, weil so supporten wir auch nochmal die Gruppe, weil die Magieresistenz auch nochmal runtergesetzt wird. Also machen die Magiker-DDs auch nochmal mehr Schaden am Ziel. Achso, was ich vergessen habe. Sorry. Meine Waffen sind hier leider noch nicht verzaubert. Es gibt Verzauberungen, die ich ja drauf machen würde. Wahrscheinlich würde ich auf der hinteren Leiste ein Gift draufnehmen. Vermutlich das Tri-Stat-Gift, das euch die Ressourcen zurückgibt. Also es gibt euch alle drei Ressourcen zurück. Also Magier, Ausdauer und Leben. Und auf der vorderen Leiste würde ich eine Verzauberung drauf machen. Eine Waffenverzauberung. Da gibt es eine sogenannte Crusher-Verzauberung, die den Rüstwert des Gegners, ich glaube, 5 Sekunden lang für 1600 runtersetzt. So kriegt er nochmal mehr Damage und mit dem Gift könnt ihr dann nochmal Ressourcen zurückbekommen. Das heißt also, ihr müsst dann hier leichte Angriffe immer machen, also wirklich leichte Angriffe. Und eine Verzauberung, die hat inzwischen bei der Dunklen Bruderschaft, ich weiß nicht, ob es vorher auch so war, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall haben Waffenverzauberungen eine Abklingzeit von 4 Sekunden, aber eine Aktivierungsrate von 100%. Das heißt, wenn wir einen leichten Angriff machen, aktiviert sich die Waffenverzauberung immer zu 100%. Wenn wir aber die Leiste wechseln, wir hätten hier nochmal eine Verzauberung drauf, könnten wir die nicht aktivieren, ne? Weil die eine Abklingzeit von 4 Sekunden hat und wenn wir die dann aktivieren, können wir die Crusher-Verzauberung nicht reaktivieren. Das ist also ein bisschen problematisch, also bin ich besser mit dem Gift dran, weil Gift und Verzauberung, glaube ich, beide parallel wirken können. Das heißt, hier können wir Ressourcen zurückbekommen und hier dann die Verzauberung wirken. Gifte haben übrigens eine Ablenkzeit von 10 Sekunden und eine Aktivierungsrate von 20%. Nur so nebenbei. So, also Durchschlag, ne? Resistenzen runtersetzen 5280. Dazu nochmal die Crusher-Verzauberung und eventuell nochmal verschiedene Boni von irgendwelchen Sets. Das ist ganz nett. Dann habe ich hier den heroischen Schnitt. Den haben wir deswegen drin, weil wir den Schaden des Gegners dadurch verringern. Ne? 12 Sekunden lang 15%. Und wir kriegen 9 Sekunden lang alle 1,5 Sekunden zusätzlich eine Ultikraft, ne? Durch kleineres Heldentum. Dadurch kriegen wir schnelle Ulti zusammen. Und das sind halt unsere Wege, wie wir Ultikraft bekommen. Ja? Wir kriegen Ultikraft durch heroischer Schnitt, durch Blutbrot und durch Tavas Gunst. So, würgende Krallen. Würgende Krallen, ne? Kleineres Verkrüppeln, das können wir ja nicht auf dem Boss casten, dafür haben wir einen heroischen Schnitt. Aber für die ganzen Adds, die wir haben, haben wir eben die würgenden Krallen. 6 Sekunden lang 15% weniger Damage. Wir versuchen dann auch die ganzen Adds am Boss festzuhalten, ne, dass sie möglichst auf einem Fleck sind, also die Adds unter Boss, damit sie AOEs abbekommen. Ne, also die ganzen Ground-AOEs, ne, diese Flächenschadeneffekte, die da liegen, wie die elementare Blockade bei Marika-DDs, die werden dann alle das Ziel treffen. Dann habe ich Elan drin. 5 Sekunden lang kriege ich halt Heal. 7,8k, das ist etwas über, ja, ein gutes Stück über 1k Heilung pro Sekunde. Kann ja auch nochmal kritisch treffen. Nochmal als Ausdauer-Self-Heal.
Dann habe ich den defensiven Stand. Den benutze ich nie. Ihr könntet auch den anderen Morph nehmen, der würde euch dann heilen. Aber der abgefangene Schaden beim Blocken wird um 8% reduziert und die Kosten beim Blocken werden nochmal 8% reduziert. Dann habe ich hier die korrosive Rüstung. Die aktiviere ich eigentlich nie. Die ist eigentlich nur da, falls ich mal der Letzte bin, der steht in der Gruppe. Und das heißt, okay, wir wollen nicht nochmal versuchen, dann kann ich die aktivieren und kann dann Leute wiederbeleben. Weil ich 10,8 Sekunden lang nur maximal 3% meines Lebens an Damage reinbekomme. Ich stehe da also wie eine 1 und kann dann die Leute problemlos wiederbeleben. Das ist also sehr, sehr hilfreich. Dann habe ich hier drin den unerbittlichen Griff. Müsst ihr nicht drin haben. Das ist ganz nett, wenn ihr Mobs an euch ranziehen könnt. Wenn ihr das nicht braucht, dann nehme ich, oder wenn ich das nicht brauche, nehme ich stattdessen den eruptiven Schild rein, weil ich so noch mehr Ultikraft bekomme. Warum? Durch Segen des Bergs. Wenn ihr euch im Kampf befindet, erhaltet ihr außerdem 3 ultimative Kraft. Dieser Effekt kann einmal alle 6 Sekunden eintreten. Ne? Und zwar jedes Mal, wenn wir eine Fähigkeit vom irdenen Herzen aktivieren. Und in dem Fall haben wir hier leider nur eruptiver Schild, der uns was bringt als Tank. Das heißt, ich kriege so noch schneller Ultikraft. Ja? Das ist also sehr, sehr praktisch. Da habe ich hier als Range-Spot das innere Feuer. Der ist halt noch ungemorpht bei mir, kostet Magicka. Den könnt ihr auf Ausdauer morphen. Das ist also dann ganz praktisch. Das geht dann eben auf Distanz, hat eine 28 Meter Reichweite. Mit dem hier müsst ihr halt an Gegner ran. Das heißt, ich starte in der Regel einen Postkampf aus der Distanz mit dem inneren Feuer, wechsle die Leiste und dann spotte ich weiter mit Durchschlag. Und wenn mir dann irgendwelche Mobs abhauen oder so, dann kann ich sie mit dem inneren Feuer wieder anspotten und zu mir ziehen. Das ist ganz praktisch. So, meine Resistenzen buffe ich eben mit der explosiven Rüstung. Meine Resistenzen gehen hoch, 20 Sekunden lang um 5280 und Stellungswechsel. Der wichtigste Skill für Tavas Gunst. 23 Sekunden lang 20% Ausweichchance. Und immer wenn ich ausweiche, kriege ich ja Ultikraft durch Tavas Gunst. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann habe ich nochmal auf Marika basierend das gerinnende Blut. Stellt 35% meines fehlenden Lebens wieder her. Ich habe 28k Leben, also ist das relativ viel. Das ist mein Oh-Shit-Panik-Button. Vor allen Dingen, wenn ich viel blocken muss, verbrauche ich nicht so viel Magicka. Ich caste nicht ständig explodierende Rüstung und die würgenden Krallen nach, sodass ich ständig Magicka bräuchte. Also kann ich dann mit dem gerinnenden Blut mich auch nochmal retten. Hat mir ganz oft schon den Arsch gerettet. Und größere Tapferkeit, kleinere Vitalität, 23 Sekunden lang mehr Lebensregeneration. Nicht so wirklich hilfreich, aber 8% mehr erhaltene Heilung, was echt cool ist. Dazu dann eben noch hier größere Pflege, gewirkte Heilung, 6 Sekunden lang 25% erhöht. Ne? Also das hier casten und das hier casten oder das hier casten und Elan casten. Dadurch kriegen wir dann mehr Heals. Das ist schon ganz praktisch, um uns am Leben zu halten. So, und jetzt kommen wir zu der für mich als Tank wichtigsten Fähigkeit überhaupt. Das ist das aggressive Signal. Das ist hier leider mir noch auf Stufe 1. Ich müsste das eigentlich mal auf die vordere Leiste holen. Das Wichtigste ist der zweite Teil. Der erste Teil ist 10% mehr Magicka, Ausdauer und Leben. Sehr, sehr cool. Aber das Wichtigste ist hier, in dem Fall sind es leider nur 8 Sekunden. Ich glaube, auf Stufe 4 sind es 9,5 Sekunden. Kritischer Trefferschaden wird um 30% erhöht. Für alle, die in Hörweite sind. Das ist massiv. 20 Meter Radius. Das heißt, ihr supportet die Gruppe extrem, weil PvE dreht sich halt rein um kritische Treffer. Das heißt, die DDs sollten alle eine sehr, sehr hohe Crit-Chance haben. Und wenn die dann das Kriegshorn abbekommen, ja, machen sie mehr Crit-Damage. 30%. Das ist wirklich, wirklich viel. Und kostet 250 Ultikraft. Darauf wollen wir hinarbeiten. Wir wollen versuchen, mit diesem Setup, so schnell es geht, Ultikraft zu bekommen. Das Segen des Potentaten-Set, das gibt es übrigens im PvP aus diesen Kisten. Für die müsst ihr, glaube ich, 20.000 Allianzpunkte zahlen. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr da raus. Das müsste von der schweren Rüstung das defensive Setup sein. Da gibt es Schild, Schwert und Kette. Wenn ihr also 5 Teile Tavas am Körper tragen wollt, dann könnt ihr euch zum Beispiel 2 Teile Beständigkeit nehmen für mehr Leben. Und dann Segen des Potentaten, weil das gibt euch Ausdauerregeneration und es reduziert die Kosten für ultimative Kraft um, ich glaube, 10 oder 15%. Das ist schon auch ganz cool. So könnt ihr noch öfter das Kriegshorn wählen. Das ist mir gerade eben noch so eingefallen. Ja, so viel zu den Skills. Gibt es noch irgendwas, was man reinnehmen könnte?
Es gibt natürlich die Möglichkeit, ein bisschen mehr auf Maika zu spielen und dann mehr mit Inhalieren bzw. tiefen Odem zu spielen, weil der eben die Feinde unterbricht. Das ist ganz nett in bestimmten Dungeons und Raids. Ansonsten, was gäbe es denn noch? Ach so, genau, von der Unterstützung. Und zwar die Wache. Ihr schafft einen Lebensbund zwischen euch und einem Verbündeten. Solange verbunden, erhaltet ihr 30% des sonst von ihm erlittenen Schaden. Das kann man morphen. Und zwar so, dass der mehr Crit-Schaden macht. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, einen Morph zu nehmen. Das ist jetzt hier verändert worden mit der dunklen Bruderschaft. Ihr könnt euch da bei Deltia mal Videos angucken. Da hat er das zum Beispiel ausgerüstet. Und da gibt es dann eben ganz coole Sachen. Das würde, glaube ich, die Bestienfalle dann zum Beispiel ersetzen. Ich glaube, das ist der gleiche Buff. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Dann könntet ihr das reintun für, ich weiß nicht, den defensiven Stand. Ne? Und so würde dann einer von den Nahkämpfern, der mit dem Tank am Boss dran steht, würde weniger Damage bekommen, 30%. Den tankt ihr ja eh weg und werdet geheilt vom Heiler. Und er würde dann noch zusätzlich mehr Crit Damage machen, was sehr, sehr cool ist. So, soviel dazu zum Setup, zu den Skills. Wir kommen jetzt noch zu den Champion-Punkten. Ich glaube, dann müsste ich alles abgedeckt haben. Champions-Punkt-Verteilung sieht aktuell so aus. Ich habe 89 Kriegsheer, weil meine Regeneration ist nicht sehr hoch. Deswegen will ich mehr Kostenreduzierungen haben. Knappe 15%, das reicht eigentlich. Das Maximum wären 16%. Das kann man vernachlässigen. Dann habe ich 30 in Mondkalb. Wir müssen mindestens 30 hier in diesen Baum stecken. Warum? Wegen Synergetika. Synergetika ist ganz wichtig. Gewährt beim Aktivieren einer Synergie im Kampf 2 ultimative Kraft. Wenn ihr also einen Heiler dabei habt, der euch dann Scherben hinschmeißt, damit ihr Ausdauer zurückbekommt, kriegt ihr jedes Mal Ultikraft, wenn ihr so eine Scherbe aufhebt. Es ist also wichtig, dass ihr nicht nur nach Scherben fragt, sondern wirklich versucht, euch immer wieder Scherben hinwerfen zu lassen. Erinnert also euren Heiler, auch wenn ihr nicht unbedingt Scherben braucht, dass er welche immer wieder hinwerfen soll, damit ihr mehr Ultikraft bekommt, um schneller das Kriegshorn bereit zu haben. Ansonsten, wenn ihr Zauberer dabei habt, wenn die ihren Blitzfluss legen, die haben auch Synergien. Wenn da eine Nova liegt, hat eine Synergie, könnt ihr alles aktivieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Also mindestens 30 Punkte hier rein. Und danach Punkt in Kostenreduzierung. Ebenfalls wichtig, ich habe 48 Punkte in schattenhafter Schutz. Das war früher im roten Baum und zwar an dieser Stelle unangreifbar. Die haben das einmal getauscht. 48 Punkte, weil physische Angriffe, das Blocken physischer Angriffe 15% weniger Ausdauer kostet, was schon ganz cool ist. Und wichtig vor allem, um unsere Ausdauer zu managen. Dann habe ich 17 Punkte gesegnet, einfach um ein bisschen mehr Heilung rauszubekommen aus meinem Drachenblut und an meinem Elan. Dann habe ich 30 Punkte in Nahkampfexperte, weil ich halt auch relativ viele schwere, leichte Angriffe mache mit meinem Schwert. Um Ultikraft zu bekommen, um eine Verzauberung zu aktivieren. Und vor allen Dingen wird das hier nochmal erwidern, aktivieren. Gewährt euch eine Chance von 15% beim Blocken 2837 Schaden auf den Angreifer zurückzuwerfen. Und das kann einmal alle 5 Sekunden passieren. Dadurch, dass ich relativ viel blocke, kriegen dann eben dadurch auch ein bisschen was an Damage ab. Supportet halt eben auch nochmal den Gruppen-DPS. Deswegen 30 Punkte hier. Habe ich 20 in Durchdringend, weil mir die anderen beiden nichts bringen. Und 100 in Kräftig. Ihr könntet natürlich rein theoretisch mehr Punkte hier reinstecken und mehr hier, aber wenn ich mal einen Damage-Skillung anziehen würde, würde ich hier wenigstens noch ein kleines bisschen Schaden damit machen. Dann habe ich 37 Magieschild, um meine Magieresistenz ein bisschen zu pushen, deswegen ist die so hoch. Ich schalte dann eben auch phasefrei. Wenn ich eine Rolle mache, habe ich ein bisschen mehr Resistenzen, aber ich mache eigentlich nicht so viele Rollen. Dann habe ich, eigentlich würde ich es anders verteilen, 70 hier, 50 da, weil ich halt eine so hohe Magieresistenz habe. Ist wichtig, dass ihr mindestens 75 Punkte in den Baum steckt, wegen Schildexperte. Erhöht die Rüstung durch ausgerüstete Schilde um 75%. Ah nee, das braucht nur noch 30 Punkte? Ah, okay. Okay, früher brauchte das nämlich hier in diesem Baum, das war nämlich hier. Früher war das auf dieser Seite 75 Punkte. Gut, jetzt habe ich mich vertan. Also 30 Punkte müsst ihr hier reinstecken. Wie ihr das hier verteilt, das ist euch überlassen. Das könnt ihr je nach Dungeon oder Prüfung anpassen. Und dann habe ich nochmal 10 in schnelle Erholung. Jo, und das war's. Ich werde mir jetzt mal diese hier suchen. So, und jetzt mal ein bisschen was backblocken in der Hoffnung. Ja, viel Ausdauer brauche ich dabei nicht.
würde mir eigentlich wünschen, wartet mal, ich versuche mal ein bisschen Ausdauer zu verbrauchen. Dass ihr seht, wie viel ein schwerer Angriff euch an Ausdauer. Schaut mal, wie viel ein schwerer Angriff an Ausdauer zurückbringt. Okay, ich versuche nochmal ein bisschen Ausdauer zu verbrauchen, indem ich hier ein bisschen overcaste. So. Guck mal, wie viel ein schwerer Angriff an Ausdauer zurückbringt. Also es ist jetzt etwas einfacher, seine Ausdauer zu managen, seine Ausdauer im Griff zu haben. Ist ja rein zum Tanken da. Ihr habt auch gesehen, relativ schnell meine korrosive Rüstung zusammenbekommen, obwohl ich nicht die ganze Zeit den heroischen Schnitt benutzt habe. Achso, eine Sache, die ich vergessen hatte. Beim Irrenden Herzen. Warum der optimale Schild noch ganz nett ist, wir kriegen über die Passive helfende Hände 5% unserer Max-Ausdauer wieder, wenn wir den eruptiven Schild benutzen. Wir können also über den eruptiven Schild Ausdauer wieder aufladen. Das ist schon sehr praktisch. So, das ist mein Tank-Video. So tanke ich aktuell Instanzen. Ja, Prüfungen, mal sehen, ob ich sie anfange wieder zu tanken. Habe ich mal eine kurze Zeit gemacht. Aber so bin ich auch vor einem Patch schon durch das Gefängnis der Kaiserstadt gekommen. Es ist ja jetzt nochmal einfacher gemacht worden, also müsst ihr so wirklich locker durchkommen mit, als Tank. Und wahrscheinlich braucht ihr gar keinen Tank mehr für diese Dungeons, aber immer wieder wurde gefragt nach einem Tank-Video. Hier ist es, ich hoffe, es konnte euch helfen. Das ist wie gesagt alles mit meinem Dunkelelfen. Der Rotwardone ist leider noch nicht ready, dem fehlen noch Fertigkeitspunkte, der muss noch Sachen leveln. Der wird dann diese Rolle als Tank übernehmen und mit dem habt ihr noch einfach, habt ihr es noch einfacher, was euer Ressourcenmanagement angeht. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr zu The Elder Scrolls Online verpassen wollt, abonniert den Channel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.